Herr Wohllieb feiert Weihnachten von Susanne Niemeyer. Herr Wohllieb hat sich schon immer gefragt, was Gott an Weihnachten macht. Weihnachten, findet er, ist nun mal ein Familienfest. Wie soll man eine ganze Pute auch alleine aufessen? Aber Gott hat keine Familie. Obwohl es natürlich da Maria und Jesus gibt. Und dann ist da allerdings auch noch Josef. Ja, und schon wird's kompliziert. Patchwork-Familien sind immer kompliziert. Besonders zu Weihnachten. Bisher ist er in der Frage zu keinem Ergebnis gekommen. Und weil man nicht den ganzen Tag grübeln kann, beschließt Herr Wohllieb, einkaufen zu gehen. Es ist Mittwoch. Herr Wohllieb kauft immer mittwochs ein, weil das statistisch gesehen die wenigsten Menschen tun. Es gibt montags- und samstags-Einkäufer. Und die Samstagseinkäufer sind die Vorsorger. Die schreiben eine Liste und besorgen dann alles, was sie in der kommenden Woche brauchen. Auch den Sonntagspudding vergessen sie nicht. Die Montagseinkäufer dagegen laufen panisch in den Supermarkt, weil ihnen am Wochenende aufgefallen ist, dass im Kühlschrank nur noch Toastbrot liegt. Herr Wohllieb grüßt im Treppenhaus Frau Müggenbier, bewundert ihren Weihnachtsschmuck, der aus zwei Tannenzweigen und einer überdimensionalen Schleife besteht, und tritt hinaus in die kalte Luft. Vielleicht schneit es, denkt er Wohllieb, das wäre doch schön. Beschwingt von dem Gedanken, der ihn wie immer für ein paar Minuten in sein Kinder-Ich versetzt, macht er einen Abstecher durch den Park, füttert die Enten mit altem Brot, das er immer in der linken Jackentasche trägt, und dann kauft er eine Milchsemmel. Und für sich selbst, nicht für die Enten. Am Eingang des Supermarktes bleibt sein Blick an einem Plakat hängen. Planen Sie Ihr Festtagsmenü, bestellen Sie ganz, auch vegetarisch. Herr Wohllieb seufzt. Er würde wohl wie immer eine Dose Hering in Cognacsoße aufmachen und später ein Gläschen Sherry trinken, aber nur eins, damit ihm nicht schwindelig wird. Einmal hatte er sich zu einem zweiten und sogar einem dritten Glas hinreißen lassen. Das war ihm nicht gut bekommen. Die Ecken der Möbel wurden auf einmal weich und ihm war, als wäre er zu lange Karussell gefahren. Den Zustand mochte er wohl lieb nicht. Er mag die Welt lieber scharf gestellt. Fest steht, dass Herr Wohllieb auch diesen Weihnachtsabend allein verbringen würde. Er hat nichts gegen das Alleinsein, er findet in sich selbst einen angenehmen Gefährten. Nur an Weihnachten ist es doch etwas still. Eine Wolke treibt die ersten Schneeflocken vor sich her. Ob es im Himmel auch so still ist? Herr Wohllieb legt den Kopf in den Nacken. Einem kindischen Impuls folgend streckt er die Zunge raus und fängt tatsächlich ein paar Flocken. Plötzlich sieht er Gott, wie er auf einer Wolke sitzt und ihm mit einem Glas Sherry zuprostet. Natürlich nicht wirklich, aber fast wirklich, und das ist genauso gut. Er muss lächeln über dieses Bild. Und da kommt ihm ein verwegener Gedanke. Was, wenn er Gott Weihnachten einfach zu sich einlädt? Da sie beide doch alleinstehend sind, könnten sie es sich zusammen gemütlich machen. Sogar einen Tannenbaum würde er kaufen, weil sich das für zwei eher lohnt als für einen. Erfüllt von diesem Gedanken läuft Herr Wohllieb nach Hause. Er brüht sich eine Tasse Kaffee auf, bestreicht die Milchsemmel mit Butter und lässt sich die Sache durch den Kopf gehen. Schließlich holt er einen Bogen Briefpapier aus der Schublade, schraubt seinen Füller auf und schreibt: Lieber Gott, nein, das ist zu kindlich, er knüllt das Papier zusammen. Sehr geehrter Allmächtiger, nein, zu formell, er schaut zur Zimmerdecke, räuspert sich und sagt: Ich lade dich ein, hörst du? Heiligabend bei mir. Es gibt auch ein Menü, kommst du? Er horcht einen Moment und weil er keinen Widerspruch vernimmt, beschließt Herr Wohllieb, das als Zusage zu nehmen. In den nächsten Tagen hat er viel zu tun. Er bürstet die Polster, wischt oben auf dem Schrank Staub und putzt die Fenster, was gar nicht so leicht ist, weil er friert.
am meisten beschäftigt ihn die Frage, was es zu essen geben soll. An Weihnachten wäre wohl ein Festmahl angebracht. Aber so etwas hat er noch nie gemacht. Außerdem weiß er nicht, ob Gott Vegetarier ist. Er würde doch wohl kaum seine eigenen Geschöpfe essen, oder? Ihm fällt Kartoffelbrei mit Ei ein. Das hat es bei seiner Mutter immer gegeben. Kartoffelbrei mit Ei zu kochen, das würde er vielleicht noch so hinbekommen. So schwer kann das ja wohl nicht sein. Man braucht einen Kartoffelstampfer und Rahmspinat aus dem Tiefkühlregal. Herr Wulip hat noch nie für jemanden gekocht. Dass es gleich das erste Mal für Gott sein soll, macht ihn etwas nervös. Er beschließt, als Nachtisch Vanillepudding zuzubereiten. Allerdings hat seine Mutter sonntags immer auch eine Suppe gekocht. Und Weihnachten war schließlich eine Art Sonntag. Nur, wie kocht man eine Suppe? Es gab natürlich solche in Tüten. Aber Suppe aus einer Tüte widerspricht sich doch eigentlich von selbst. Im Regal findet er ein Paket Sternchennudeln und eine Flasche Tomatensaft. Manchmal trinkt Herr Wohllieb ein Glas Tomatensaft und stellt sich vor, er säße im Flugzeug und trüge einen Anzug und wäre auf dem Weg zu einem ganz, ganz wichtigen Treffen. Eine Stewardess in einem schicken Kostüm fragte ihn, ob er Tabasco wünsche, also Tomatensuppe, beschließt Herr Wohllieb. Heiligabend ist er sehr aufgeregt. Alles geht durcheinander. Die Nudeln hätte er beinahe in den Spinat gekippt und im Vanillepudding sind Klümpchen. Aber am Ende ist doch alles gut. Er deckt den Tisch, findet Servietten und sogar eine rote Kerze und dann betrachtet er sein Werk und ist sehr zufrieden. Es ist 5 Uhr. Wann Gott wohl kommt? Zu Hause gab es immer um 6 Uhr Abendbrot. Also bleibt noch Zeit, sich umzuziehen. Schließlich will er Gott nicht im Polunder gegenüberstehen. Er nimmt das weiße Hemd vom Bügel. Eine Krawatte hat er lange nicht mehr gebunden, aber es gelingt ihm. Das Jackett steht ihm gut. Auch daran, seine Schuhe zu putzen, hat er gedacht. Die glänzen. Um 6:10 klingelt es. Herr Wohllieb geht zur Tür. Er ist aufgeregt, als er sie öffnet. Vor ihm steht Frau Müggenbier. Ich wollte fragen, beginnt sie und unterbricht sich. Oh, bei Ihnen riecht es ja gut. Und was sehen Sie fein aus? Ich warte. Herr Wohllieb weiß nicht, was er sagen soll. Wie er erklären soll, dass kein anderer als Gott sein Gast sein wird. Und deshalb fragt er, möchten Sie hereinkommen? Sie wolle nicht stören, antwortet Frau Müggenbier und sieht auf einmal schüchtern aus. Aber wenn er so frage und wo es doch so gut rieche, da sie schon mal drinnen ist, lehnt sie auch einen Teller Tomatensuppe nicht ab. Köstlich, seufzt Frau Müggenbier und tupft sich mit der Serviette ihre Lippen ab. Nachdem sie über Kormoran, das schöne Wort, Nachtschattengewächse und den chinesischen Zirkus gesprochen haben. Jetzt muss ich aber wirklich wieder runtergehen. Herr Wohllieb begleitet sie zur Tür und wünscht Frau Müggenbier beschwingt frohe Weihnachten. Das war nett, denkt er, während er die Teller abräumt. Er sieht auf die Uhr. 7:05. Vielleicht isst Gott gern später. Da klingelt es wieder. Vor der Tür steht niemand. Herr Wohllieb drückt den Summer. Er hört die Eingangstür und dass jemand die Treppe heraufkommt. Es ist ein alter Mann. Er trägt einen Hut und einen karierten Schal. Sind Sie, beginnt Herr Wohllieb. Ich habe mich verlaufen, sagt der Mann und sieht traurig aus. Dürfte ich von Ihnen aus meine Tochter anrufen? Er nimmt den Hut ab. Sein Haar ist ganz wirr. Ja, sicher doch. Herr Wohllieb bittet den Mann herein und weil der Mann so verloren aussieht, bietet er ihm Kartoffelbrei an. Ich will aber wirklich nicht stören. Aber nein, versichert Herr Wohllieb, Sie stören gar nicht. Außerdem ist es doch Weihnachten. Nach dem ersten Löffel
kehrt Farbe in die Wangen des Mannes zurück, und er lächelt wie ein Junge. Den hat meine Mutter immer gemacht. Ja, meine auch, ruft er wohllieb, und einen Moment kommt es ihm vor, als wären sie Brüder in kurzen Hosen, die vom Spielen kommen. Was für ein liebenswerter Herr, denkt er wohllieb, nachdem seine Tochter ihn abgeholt hat. Der Kartoffelbrei ist alle, der Spinat auch. Wo Gott nur bleibt. Mittlerweile ist es 8:30. Da klopft es. Herr Wohllieb öffnet die Tür. Vor ihm steht Malil aus dem 3. Stock. Hast du vielleicht ein Glas Apfelsaft für mich? Ich habe so Durst. Das Mädchen schaut ihn hoffnungsvoll an. Ja, wo ist denn deine Mutter? Fragt Herr Wohllieb besorgt. Die war so traurig und dann ist sie zu Heinz gegangen. Heinz gehört die Löwenschenke. Malils Mutter sitzt dort oft, aber das ist eine andere Geschichte. Komm rein, sagt er wohllieb, ich hab Vanillepudding. Später, als er Malil ins Bett gebracht hat und noch ein halbes Glas Sherry trinkt, denkt er, was für ein schöner Weihnachtsabend das war. Nur schade, dass Gott nicht dabei war. Er wirft einen letzten Blick auf den Tannenbaum, zieht den mintgrünen Pyjama an und löscht das Licht. Im Traum bringen ihm 12 Engel eine Postkarte. Lieber Bernd, danke für den schönen Abend. Das Gespräch über Kormorane fand ich hochinteressant. Der Kartoffelbrei war köstlich und ins Bett gebracht hat mich schon lange niemand mehr. Schlaf gut, dein Gott.